Hallo und herzlich willkommen zurück zu SteamWorld Quest. So, hier unten sind wir gerade in einer ganz neuen Location. Das heißt, ich muss alles absuchen. Vielleicht findet man hier irgendwie so einen kleinen Durchgang. Nee, hier ist nichts. Nach unten waren wir, glaube ich, noch nicht, ne? Wir sind da von oben runtergekommen und sind direkt nach rechts oder so. Ich weiß nicht mehr. Ich kann mich hieran nicht erinnern. Also ist es neu. Was für ein Labyrinth. So, hier geht's nach rechts, da geht's nach unten und nach links. Ich gucke erstmal überall. Ja. Gehen wir mal nach links. Hm. Das wird heftig. Das war vielleicht ein Fehler. Weil die zwei sind ganz schön down. Oh Mann. Die könnten sofort instant tot sein. Die sind echt heftig. Ich glaube, an denen bin ich auch zuletzt gescheitert. Wenn du dich zurückziehst, kannst du diese Runde keine weitere Aktion mehr ausführen. Am Ende der Runde kehrst du zum letzten Raum zurück, den du besucht hast, und erhältst keine Belohnungen aus dem Kampf. Jetzt zurückziehen, ja. Danke dir. Sehr, was für ein fairer Sportsmann. Ja, das tut weh. Okay. Das nehme ich. Well. Ich vermute nämlich, wir hätten diesen Kampf nicht gewonnen. Also so eine Konstellation. Ich weiß nicht, ob ich, als ich die Aufnahme gemacht habe, die ich dann ja nicht mehr veröffentlicht habe, ob ich hier gegen die hier schon mal gekämpft habe, aber so eine ähnliche Konstellation hatte ich schon mal. Und die ist echt heftig. Also das ist wirklich brutal. Das hätten wir nicht überstanden. Bin mir ziemlich sicher. Nee, ich wollte. Ausrüstung. Gegenstände, mein Gott. Reparaturelixier. In die Richtung und Galeo. So. Dann eine Reparaturfiole in Richtung Galeo. Und mehr haben wir jetzt nicht. Wir hätten noch einen. Doch, noch eine Fiole. Echt jetzt? Nö. Null. Da steht null. Das ist so doof, dass hier keine Zahl mehr angezeigt wird. Aber Entschrottungskit hätten wir noch, ne? Da wäre eine 1 eigentlich, weil das ist da, bin ich mir ziemlich sicher. Da steht auch nichts. Oh Mann. So, das ist ein bisschen buggy. Das kann so nicht richtig sein. Okay, so. Also, wir sind jetzt ein kleines bisschen besser hochgehealt. Es kann trotzdem sein, dass wir dabei draufgehen. Also, ich gucke erstmal nach unten. Okay. Mit den Gegnern kommen wir erstmal besser klar, ne? So. Oh, ja, hier Zweifel. Das könnten wir machen. So, diesmal, ja, hier, man kann keine Dampfkarten mehr spielen. Ist okay. Denn das hier braucht keinen Dampf. Und er hat Probleme mit Hitze. Passt so. Hm, schön. Oh, come on. Das ist so evil. Das ist so dermaßen evil. So, die können wir noch nicht benutzen. Wegen dem Mist. Okay. Well. Vielleicht... Nee, so einen Mix mache ich jetzt nicht. Aber wir machen Heldenmut. Dann einfach so einen Heldenhieb in die Richtung. Und nochmal ein Abfangmanöver in die Richtung. So, scharfer Schnitt. In der nächsten Runde... Oh, zurückgeschreckt. Sehr gut. Und am Bluten. Betäuben. Oh, das Gift, das ist heftig. Das ist wirklich, wirklich heftig. Wirklich, wirklich, wirklich heftig. Oh, da haben wir wieder Überspannung. Könnten wir auch schon wieder nutzen, ne? Tja. Also, das nimmt das Gift weg. Das müssen wir, glaube ich, auch machen. Das ist echt übel. Das ist übel. Weil so oder so sind wir ja dann tot, ne? Das kriegen wir kaum hin. Das kriegen wir kaum hin. Also ich könnte sowas hier machen. Und so und so. Und erstmal die Karte hier weglassen mit der Paralyse. Weil Feuer, ne, mit diesem extra Bonus, ich glaube, vielleicht kriegen wir ihn damit runter. Zumindest mal ein gutes Stück. Schauen wir mal.
Und lassen sie trotzdem vergiften. Also ich glaube, danach fällt sie tot um, ne? Boah, das ist gut. Und paralysiert. So, und jetzt tut das Gift sein Übriges. Ja, that's it. Und Galeo lebt noch. Noch lebt Galeo. Oh Mann. Oh, das ist übel, ne? Oder nicht. Oder nicht. Ich weiß nicht. Heldenhieb? Er returnt ja, ne? Es tut ganz ordentlich weh, wenn er zurückschlägt. Deswegen würde ich vielleicht eher in die Richtung gehen, da drauf schlagen und nochmal da drauf. Und nachher einen tapferen Superschlag in die Richtung. In der Hoffnung, weil Amelie hat ja noch ein bisschen Health. Gut. Scharfer Schnitt nochmal hier. Okay. Paralysiert. So, was bekommen wir jetzt für Karten? Irgendwas Gutes? Gift, Gift, Flicken. Flicken. Oh Gott. Ja, Flicken. Tüftler reicht nicht mehr. Ein harter Bursche könnten wir noch machen. Oh, wir machen Vergiften auf jeden Fall. Und ein harter Bursche. Whatever. Oh Mann, und Amelie wird auch draufgehen. Mal schauen. Zurückgeschreckt. Oh, Gott sei Dank. So, 2000 Erfahrungen. Wunderbar, hier ging es ab. So, aber ihr wisst jetzt, warum ich eben aus diesem anderen Raum, aus diesem anderen Kampf geflohen bin. Nicht wahr? Myllium, Schriftrollen, 282 Gold. Denn gegen die anderen hast du einfach keine Chance. Das ist im Grunde dasselbe, nur nochmal einer mehr. Und gegen die anzutreten ist fast nicht möglich. Wir haben aber jetzt ein bisschen Gold, 1900. Wir könnten hochgehen, uns oben wieder richtig aufheilen. Bei der Zigeunerin. So, dann würden wir das meiden, hier wieder hochgehen. Und dann wieder langsam Richtung Zigeunerin. Na. So. Kurz überlegen, war das hier hoch? Ja, muss ja. Geht ja nicht anders. Ja. Ah, okay. Hallo, Ma'am. Ich würde gern ein bisschen was kaufen. Oh, Mann. Ja, Reparaturelixier. Reparaturtrank, ne? Ich habe Elixier genommen, als ich Trank nehmen wollte. Weil der Reparaturtrank ist wesentlich günstiger. Macht 50% und das halt 100%, ne? 50% und 250. Nehmen wir das einfach mal. Bestätigen. Kann ich mit dem Scrollrad ein bisschen die Menge erhöhen? Geht auch nicht. Bestätigen. 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 Und bestätigen. Und bestätigen. Und nehmen wir noch einen. Und noch einen. Oh, sie hat keine mehr. Doch, hat sie. Was ist denn los? 85 hat sie doch noch. Ach, reicht nicht mehr. Okay. Gut, 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 gut. Haben wir irgendwas zu verkaufen? Nö, haben wir nicht. Ja, natürlich nicht. Haben wir noch alles. Schön nichts aufgewendet davon. Sehr gut. Entschrottungskit noch. Gut, die Reparaturtränke, die werden wir jetzt wahrscheinlich gut aufbrauchen. Ne? Karten aufwerten. Vielleicht reicht das ja noch für irgendwas. Mit dem Geld. Ah, stimmt, da brauchen wir überhaupt kein Geld für. Haben wir irgendwas hier, was sich lohnt? Optimierung wäre schön. Adamantium-Barren. Oh, ich sehe es hier oben, aber null. Gar nichts davon. Okay. Ah, vergiften. Wir können vergiften. Upgraden. Was das bringt, weiß ich nicht. 3 Runden lang mit Gift. Ich habe keine Ahnung, was dieses Upgrade bedeutet. Ist so schade, ne? Ich würde es ja gerne machen. Aber irgendwie bringt halt nichts. Flicken. Oh, wir können flicken. Oh, wir flicken. Also wir upgraden das nochmal von 818 auf 851. Noch mehr Health. 60 von diesen Myllium und davon haben wir einige. Bestätigen. Sofort. So, schon 3 Sterne geupgradet. Das ist gut. Das ist richtig gut. Kopernika, wir können die Flammenpeitsche upgraden. Das machen wir auch. Das ist super. Schriftrollenfetzen, davon haben wir auch mehr als genug.
Nur ein Upgrade und 30, kein Problem. Aus der Portokasse, ne? Und nochmal Flammenpeitsche bestätigen. 60 Schriftrollenfetzen. Oh ja, das ist es wert. Wobei ich gerade hier keinen Unterschied sehe. Moment mal. Oh, Verbrennung verursacht Schaden. Und das hier, Verbrennung verursacht Schaden. 30% Verbrennung. Eine Chance von 30%. Eine Chance von 40% Verbrennung. Gegner 90% Schaden. 90%. Also ist nur die Chance auf Verbrennung. Aber das reicht mir. Allein das reicht mir für einen permanenten Dauerschaden. Das ist im Moment am Ende jeder Runde Schaden. Also solange der brennt, kriegt er Schaden. Das ist doch super. Das ist ähnlich wie Vergiftung. Bestätigen. So. Genial. Feuersbrunst. Wir haben hier die Feuersäule. Können wir auch upgraden. 85% magischen Feuerschaden. Hier sieht man es. 233 mal 3. Brauchen wir 10 Schriftrollenfetzen. Nehmen wir auch. Gut. Und das können wir auch machen. Schriftrollenfetzen 10. Die haben wir sogar. Schwelende Glutstein. Macht auch wesentlich mehr Schaden. Ne? Bestätigen. So. Gut. Wir haben geupgradet. Dann schauen wir mal. Die aktive Truppe sieht soweit ganz gut aus. Kopernika müssen wir jetzt hochheilen. Ah, Amelie. Ich glaube, dann werden wir die aktive Truppe so umbauen, dass jetzt mal Tarantine weitermachen dürfen. Mit 824 Health ist es besser. Kopernika kriegt jetzt Heal und der Rest auch so ein bisschen. Galeo, Tarantine und Kopernika. So, Kopernika. Tarantine. Galeo. So, alle sind hochgeheilt, alles ist gut. Den Rest lassen wir. 3 Stück haben wir noch übrig für einen Kampf oder so. Jo, nice. Also wieder runter. Jetzt gucken wir mal, ob wir uns diese Truhe holen können. Hm? Klick, klick. Ich glaube, man muss einfach nur hier entlang laufen, ne? Ja. War das links? Ich weiß es schon nicht mehr. Ich glaube schon, ne? Klar, es war links und hier dann auch wieder links. Und dann sind wir jetzt bei denen. So, okay. Jetzt wird's heftig. Kurz durchatmen. Und rein. Hallo. Yo. Zu dritt. So feige. So feige. Mhm. Zweifel. Mhm. Nein. Oh nein. Oh nein. Wobei das ja Dampf bringen würde, aber ich mag Zweifel gerade nicht mehr. Ich mag's nicht mehr. Oh, vergiften. Oh, vergiften. Überspannung. Ich lasse das mal, gerade hier die mächtigste Kriegerin hier in der Runde. Tja, verdammt, ne? Verdammt. Also, wir könnten nichts mehr rerollen. Also machen wir erstmal so ein Vergiften hier hinten. Ihm hier, der ist wirklich, ihm ist schwer beizukommen. Dann eine Optimierung. Was uns jetzt in die ganz glückliche Lage bringt, dass wir eine Feuersbrunst nutzen können. Und viele von denen sind da sehr allergisch gegen. Dann mal los. Wie geil ist das denn? Wie geil war das denn? Ein bisschen Heal, ne? Ja, heilt euch mal. Okay, ausweichen und Immunität. Ja. Gosh. So, jetzt ist es die Zeit von Tara und Tyne. So, hoffentlich weichst du dem nicht aus, ne? Das wäre ganz toll, dann ist der Rest nämlich auch vergiftet. Wir haben nicht genügend Dampf. Sehe ich. Gosh, dang it. Gosh, dang it. Verdammt! Schlechter Scherz, oder was? Ich würde es gerne behalten, aber... Oh! Immerhin, ne? Immerhin. Wen hauen wir denn? Wen hauen wir? Hier nicht, das macht keinen Sinn. Aber vielleicht kriegen wir hier noch ein bisschen Schaden, ne? Hier vorne den. Okay. Verfehlt, natürlich. Aber so haben wir jetzt trotzdem noch das Gift verteilt.
war der Fallback-Plan. 275 Schaden, meine Güte. Gott, wie ich es hasse. Ja. So, wir könnten nochmal mit dem Doppelpack und so draufhauen. Oh Mann. So, gegen alle Widrigkeiten. Wir würden ausweichen. Das könnten wir machen, ne? Wir hätten hier auch nochmal ein Vergiften in die Richtung. Ich weiß nicht. Wir könnten aber auch diesen Weg gehen mit der Feuersäule. Feuersäule ist echt nicht schlecht, ne? Einmal upgraded. Auch hier vorne auf ihn, der da sehr allergisch drauf reagiert. Ach, ich mach mal so. Ausweichen. Drilling können wir eigentlich... Ich weiß nicht, was ich rerollen sollte. Vergiften? Auf ihn hier werfen eigentlich, ne? Das vergiftet auch. Ich könnte so machen, ne? Ich hoffe, das ist kein Fehler. Und dann können wir alle vielleicht ein bisschen ausweichen. Mal gucken. Oh Mann. Mhm. Na klar, Widerstand ist ja... Aber Gift. Sehr schön. Vergiftet. Dass sich zwei wieder ein bisschen geheilt. Wow. Alter. Kopernika. Oh Gott, Kopernika. Wir können sie, glaube ich, nicht flicken. Das heißt, dieses Symbol, nicht wahr? Ist zum Ausflippen. Verzweifelt. Kann nicht geheilt werden. So. Kann nicht geheilt werden. Aber wir können trotzdem ein bisschen mal hier flicken. Das ist mittlerweile so abgegradet. Wäre eigentlich toll. Aber es geht ja nicht. Und Kopernika braucht es. Also hoffen wir, dass sie vielleicht überlebt. Dann machen wir mal ein bisschen Flammenpeitsche. In die Richtung. Und eine Feuersäule nochmal. In die Richtung. Dann dürfte er hier auf jeden Fall weg sein. Ne? Kettenblitz, die anderen beiden da unten sind noch da. Er hier kriegt keinen Schaden, ist nicht mehr vergiftet. Machen wir in der nächsten Runde. So, Kopernika. Ansonsten wird sie repariert mit einem Reparaturkit. Eine Bedrohung weniger. Paralysiert. Ja! Oh Gott, ist das gut. Verdammt. Tja, Kopernika. Das ist dumm gelaufen, aber wir brauchen sie, glaube ich. Ich will sie auf jeden Fall wieder dazu holen. Unseren Reparatur- oder Entschrottungskit. Das ist absolut wichtig gerade. Dann flicken auf Kopernika. So. Genau. Und vergiften in die Richtung. Ich glaube, dann ist wieder gut. So. Okay. Oh, wie gut. Wow. Na gut, okay. Das ist doof. Autsch. Okay, aber Kopernika ist erstmal wieder safe und das ist ganz gut. Dann machen wir hier mal die Schotten dicht, ne? So, und dann gibt es hier noch einen Flammenpeitsch in die Richtung. Und man könnte tüfteln, aber ich mach sowas hier mal. Feuersbrunst, verdammt. Dafür fehlt natürlich... Oh Mann. Na, dann machen wir Tüftler. Dann machen wir Tüftler, oder? Na Quatsch, wir machen keinen Tüftler. Ne, das ist richtig. So dahin. Und wir hauen einfach mit der Faustguillotine da drauf. Das bringt so viel Schaden. Ich glaube, damit haben wir es durch. Weil er dürfte sowieso durch sein. Ich hoffe es, ja. Trotz allen Immunität. Obwohl, ist er gegen Feuer, hat er Probleme. Okay, das dürfte eigentlich reichen. Sehr schön. Nice. Jawohl. That's it, wir haben es geschafft. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. 2667 Erfahrungen. Also die sind echt
Heftig. 377 Gold, schwelend, Myllium, faulig und glänzend. Von den glänzenden 11. Hoi, hoi, hoi. Okay. Oh Mann. Ja, hier und in der nächsten Folge. Nein, 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 das machen wir schön jetzt. So, obwohl schon 20 Minuten rum sind, trotzdem. Das schauen wir uns jetzt an. Das haben wir uns verdient. Das habt ihr euch verdient. So, go. Pforte des Todes. Verringert das Leben eines Gegners auf 1, sofern er kein Boss ist. Einmal pro Kampf. Verringert das Leben eines Gegners auf 1? Wir können damit jemanden instant töten? Das ist ja besser als die 5-Dampfkarte von Kopernika. Pforte des Todes. Ich werd verrückt. Oh Mann. Nutzen wir. Nutzen wir. In der nächsten Folge schauen wir uns das Ding mal an, oder? Da wird's mal... Also 4 Dampf kriegen wir zusammen. Ja? Haben wir mit den 5 ja auch mehrfach geschafft. Okay, gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir die Pforte des Todes öffnen. Da macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.